Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22. Wir sind auf der Rehbach und wir sind im Glas unterwegs und wir schauen uns das Ganze mal genauer an, denn ihr ahnt es schon, wir sind am Pflügen. Ihr erinnert euch, die letzte Folge, da haben wir sogar noch Ballen gepresst. Da waren wir noch hier auf dem Feld unterwegs und haben Ballen gepresst. Mittlerweile habe ich sogar schon das Feld gekalkt und wir sind hier mit dem Glas unterwegs und dem Pflug. Ich habe ja jetzt mal mir gedacht, wir nehmen die Gerätschaften, die wir ja auf dem Hof haben. Zumindest versuchen wir das mal am Anfang. Und ihr wisst es ja, normalerweise bin ich ein Freund von tiefen Lockerern. Allein aus dem Grund, weil man so schön am Feldrand, ich sage mal, gerade arbeiten kann. Ist ja mit dem Pflug nicht so. Und ich gönne mir hier natürlich auch für die Arbeit einen Helfer. Denn jetzt hier das Feld zu pflügen, das überlasse ich gerne hier dem Helfer. Denn ich kümmere mich dann lieber hier um das Feld, denn wir sind mittlerweile an unserem anderen Getreide bzw. am Rapsfeld angekommen, unser weiteres Feld. Und das muss auch geerntet werden und da denke ich mal, da lege ich lieber selbst Hand an. Und insofern passt das, kann der Kollege hier schön das Feld pflügen, das wird noch eine Zeit lang dauern und wir werden hier in der Zwischenzeit dieses Feld abernten. Apropos dieses Feld, da muss ich mir mal Gedanken machen, denn ich persönlich tendiere doch etwas dazu, eventuell nach der Ernte dieses Feld abzustoßen. Denn wir schmeißen mal hier den Helfer an, dann machen wir uns eine kleine Übersicht. Wir gucken hier auf die Karte hier. Das Feld Nummer 17 wird ja gerade von unserem Helfer ja gepflügt. Und dann haben wir hier drüben dieses Feld, die 13. Und die 13, die würde uns, wenn wir es verkaufen, 108.000 Euro bringen. Ist natürlich vom Ertragspotenzial ein gutes Feld, absolut. So wie viele Felder hier gut sind. Im Gegensatz zum Beispiel, ihr erinnert euch, auf der Kallebach, da war das, glaube ich, ein bisschen anders. Da waren viele Felder doch eher unter dem grünen Bereich, unter 100%. Aber mir geht es so ein kleines bisschen darum, dass wir A, mit dem Feld Nummer 17 sowieso schon ein sehr großes Feld haben. Wir B, jetzt nicht die größten Geräte am Hof haben, um das Feld auch zu bearbeiten, zu bestellen. Und deswegen denke ich, werden wir das Feld 13 verkaufen. Ist jetzt auch ein bisschen, ja, man kann abergläubisch sein, aber wir lassen mal das Feld 13-13 sein und ich denke, das werden wir abstoßen. Die 108.000 werden uns auch weiterhelfen hier. Da würde ich doch lieber dann eventuell in Milchkühe investieren. Ja, denn die 17, ich will es mal so sagen, ich würde dann hier im oberen Bereich, also man könnte das Feld nämlich auch schön untergliedern oder unterteilen, dann würde ich nämlich hier in dem oberen Bereich, denn Heu, nicht Heu, Stroh haben wir ja jede Menge. Da würde ich dann nur ein bisschen Weizen noch ansehen und dann vielleicht eben auf dem Rest des Feldes zum Beispiel Soja. So, jetzt muss ich mich mal kurz räuspern. Und das so ein bisschen der Plan. Ich habe mir einen Kalkstreuer gekauft. Da springen wir mal kurz an den Hof. Ich habe uns einen Kalkstreuer gekauft, so einen Standard-Lizard-Kalkstreuer. Der war günstig und mit dem kann man Kalk und Dünger, Kunstdünger und sogar Mist ausbringen. Und den habe ich mir gekauft, denn wir müssen da loslegen, nämlich auch die Felder entsprechend zu bearbeiten, hoch zu peppeln. Und den Krone-Anhänger, den habe ich ja schon in der letzten Folge gezeigt. Das ist sozusagen die eierlegende Wollmilchsau für den Hof. Denn mit dem Krone-Anhänger kann man jede Menge tolle Sachen machen. Gibt das als Drehschemel oder auch ganz als normale Deichsel, in Anführungszeichen, um damit arbeiten zu können. So, der Schäfer wird früher oder später auch mal zum Einsatz kommen, wenn wir zum Beispiel dann irgendwann mal unser Saatgerät, nämlich die Drille, die wir hier links stehen haben, dann zum Einsatz bringen. Dann kommt auch der Schäfer zum Einsatz. Da bin ich mal gespannt, was der da heben kann, denn der Allerstärkste ist er ja eigentlich nicht, aber ich denke, für die Sachen wird es reichen. Okay, so, Dille. Also wie gesagt, hier sind wir kräftig am Pflügen, das wird auch noch eine Zeit lang dauern, definitiv. Und dann schauen wir mal ganz kurz rein. Saatzeitpunkt, ja, eigentlich müssten wir, nee, stopp, Saatzeitpunkt ist grün, im September oder Oktober könnten wir also nochmal Weizen rausgeben und dann würde ich eventuell im nächsten Jahr nämlich, lasst mich schauen, Raps, wir könnten natürlich auch Raps, nee, können wir, doch könnten wir, wir könnten jetzt sofort Raps machen.
Ja, aber ich will eigentlich relativ zügig in den nächsten Monat, will in Milchkühe investieren und dann hätte ich eher gesagt, machen wir im neuen Jahr, machen wir dann im April vielleicht in Soja. Außer mich packt es noch und wir machen tatsächlich noch die Rapsaussaat. Aber Raps haben wir jetzt auch gerade gemacht. Okay. Naja, schauen wir mal. So. Also ich habe jetzt mal hier auf der Seite kein Vorgewende gefahren. Aber ihr seht es ja, der Helfer fährt sowieso weit genug raus, damit es also da keine, ich sag mal, Überlappungen gibt. Er pflügt hier sauber. Interessanterweise hat er das auf der anderen Seite des Feldes nicht gemacht, aber kein Problem. Wir machen zuerst die Innenseite und dann wird außen herum das Vorgewende gemacht. So, dann schauen wir mal, wie weit er ist. Ja, ich glaube, den könnten wir schon mal abtanken. Oder ist das die letzte Bahn? Ich übernehme selbst. Ja, ist das die letzte Bahn? Kommen wir da genau durch? Könnte das reichen? Ah, ganz knapp. Ja, dann schauen wir mal, ob wir das schaffen. Dass wir genau die Bahn hier noch abfahren. Da müssen wir nur noch einmal fahren. Und vom Ertrag ist es sowieso relativ mau. Schauen wir mal. Ja, ja, ist gelb. Also der Tank wird nicht voll. Und dann sollte das eigentlich soweit passen. Ja. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, wenn wir das Feld... Ja, ich habe mir mal so Gedanken gemacht zum Thema Feldkauf. Denn jeder von euch weiß mit Sicherheit, dass man natürlich auch im ersten Moment mal so agieren kann, dass man Felder, erntereife Felder kauft, die aberntet und anschließend wieder verkauft. Und im Prinzip hat man dann einen Gewinn gemacht, weil es wird ja nichts verrechnet, beziehungsweise das Feld verkauft man genauso teuer, wie man es auch gekauft hat. Das ist so ein bisschen, ich sage mal, Cheaten auf kleinem Niveau, denn man könnte das natürlich ständig machen und dadurch bräuchte man eigentlich keine Felder selbst haben, keine Felder ansehen und bearbeiten und könnte eigentlich immer Felder kaufen, abernten und dann wieder verkaufen, sozusagen in der Ernteserie, in der Erntephase. Und da denke ich mir manchmal auch, da könnte man doch eigentlich auch so damit arbeiten, also von Giant-Seite her, dass man das Spiel so modifiziert, dass so etwas berücksichtigt wird, soll heißen. Ja, doch. Er erntet, oder? Ja. Dass es nämlich so berücksichtigt, dass er logischerweise, wenn ein Feld abgeerntet ist, etwas weniger wert ist, als wenn es eben im reifen Zustand eingekauft wird. Sodele! Genauso könnte man natürlich auch ja, überlegen, dass der Wert eines Feldes von Jahr zu Jahr auch ein Stück weit zunimmt. Ne? Denn in der Regel wird ja Land auch teurer und nicht unbedingt günstiger. Und dann müsste das eigentlich sich auch in sowas widerspiegeln. Sind natürlich so Themen, wo es dann irgendwann eventuell auch dann zu kleinteilig wird. Und ob man das dann auch haben will oder nicht. Aber im Prinzip ist das halt schon ein Punkt, den ich bedenke oder wo ich glaube, den könnte man mal auch mal beachten. Ein Feld zu kaufen und im selben Jahr wieder zu verkaufen. Ja, und das zum selben Preis. Natürlich mit der Aussicht oder mit der Absicht, das einfach nur abzuernten. Naja, gut. Eine Möglichkeit jedenfalls, schnell an Geld zu kommen, ohne selbst groß zu investieren. Wir werden mit Sicherheit demnächst wieder investieren in neue Gerätschaften. Stopp, er muss hier erstmal ausgeschaltet werden. Und dann räumen wir hier mal den Glas auf, den Glas in der Rehbach-Edition. Und wenn ich richtig weiß, haben wir ja unseren Schneidwerkwagen da hinten auf dem Feld vom Kollegen abgelegt. Da ist er nicht böse drum, denn es ist meines Wissens... gegrubbert, also ist noch keine Saat drauf und insofern darf es gerne benutzt werden. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Und jetzt muss ich nochmal überlegen, wir müssen über den Weg rüber und von der Seite ran. Dann werden wir nämlich den Glas aufräumen, dann hat er nämlich seine Schuldigkeit auch schon wieder für dieses Jahr getan. Jetzt könnte man natürlich auch wieder überlegen, will man mit dem Gerät auch nächstes Jahr... Aber ich denke, weil es die Rehbach-Edition ist, passt das. So, ich bin der Meinung, das müsste doch so rum sein, oder? Stopp. So. Packt das? Ja, er schnappt es sich. Hervorragend. Auch zum Beispiel eine Neuerung im 22er. Ich glaube, im 19er war das noch nicht so. Da hat er tatsächlich dann immer
ja, teilweise das Ding Scheps drauf gehabt. Da musste man es wirklich genau platzieren. So, und rückwärts. Und sehr schön. Das passt. Sitzt wackeln hat Luft. Wir schalten den jetzt aber erstmal aus und springen mal rüber. Und springen mal rüber in unseren Fan-Favorit und bringen mal den Raps ins Silo. Denn ich denke, Raps wird ebenfalls wie die anderen Getreide erst oder die anderen Feldfrüchte meistens erst im Dezember oder Januar den besten Preis bringen. Und im Moment müssen wir da ein kleines bisschen, glaube ich, aufpassen auf die Preise. So, wie fahren wir denn am geschicktesten? Ich glaube, wir fahren da runter. Das Feld links runter. Ja, ich muss mich da auch erst ein bisschen hier eingewöhnen. Auch wenn die Karte jetzt nicht so groß ist, aber man muss erstmal ein bisschen hier auf der Karte herumkommen. Auf der wunderschönen Rehbach vom Kalle, dass man dann auch hier sich orientiert. Denn weil für mich ist das Ganze ja auch noch ein bisschen Neuland. Also ich habe die Karte tatsächlich noch nie gespielt. Wollte ich immer. Ich habe sie mal so ein bisschen ein, zwei Stunden mal angetestet. Das weiß ich noch. Weil ein kleines bisschen kommt mir der Starthof, der ehemalige Starthof, und zwar hier am Dorfanfang, der kommt mir noch bekannt vor. Aber mit dem Update hat sich das ja jetzt geändert. Jetzt haben wir einen neuen Starthof. Sodele hier durch den Bach. Und ich gehe auch davon aus, dass man hier kostenfrei Wasser abschöpfen kann. So. Und wenn wir auf dem Hof sind, dann schauen wir mal, was wir denn für Preise bekommen. So, hier fahren wir rein in das Dorf nach Rehbach. Und dann geht es hier hoch und da sind wir auch schon am Hof und rechts herum geht es dann zum Silo. Jo, Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr ist frei, damit sind wir gemeint. So, jetzt schauen wir mal. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube, wir hatten da Kollision, kann das sein? Ja, fahren wir ein bisschen vor, nicht, dass wir oben an der, am Ausguss sozusagen hängen bleiben, weil da war definitiv Kollision. Sodele, also, dann sind wir jetzt erstmal durch. Dann können wir den Hänger eigentlich auch wieder in die Halle stellen. Für den Moment. Ich gebe zu, ich würde mit diesem Feld hier unheimlich liebäugeln. Das wäre natürlich ideal hier. Aber das kostet nochmal ein kleines bisschen mehr. So, das wäre natürlich auch hier. Witzig. Ach, witzig. Hier steht 27. Wieso steht denn da jetzt 27? Ah, okay. Interessant. Also das ist die 7. Beziehungsweise jetzt die 13. Ah, Ertragspotenzial 89. Hier hatten wir halt 112. 108. Und hier haben wir 221. Also das klingt mir nicht logisch. Was macht denn die 12? Ja, die 12 wäre natürlich wesentlich interessanter hier am Hof. Ja, okay. Was ist mit der 7? 123, die wäre natürlich ideal. Und da unten die 61, 17.000, das ist eine Halle. Da könnte man die Gerätschaften unterstellen, genauso wie hier die 15. Ich glaube, hier bei der 31 ist das ähnlich. Das sind alles hier so, was ist denn die 56? Ach, das ist im Wald. Okay. Hier die 65 meines Wissens, da müsste auch ein Unterstand sein, genauso wie die 32. Okay, also hier kann man die Flächen kaufen und kann dann die Unterstände ebenfalls mit erwerben, weil gerade für die Großgeräte wäre hier die 61 und da hatte ich ja schon gesagt, da könnten wir eventuell unsere Grasbearbeitungsmaschinen reinstellen und dann hätten wir hier die ganz in der Nähe von der 8. Okay, so, also das wieder, wie gesagt, ein bisschen die Überlegungen zur Zukunft hier auf der Rehbach, wie es hier weitergeht auf dem wunderschönen Hof. Und dann stellen wir mal den Anhänger, wenn uns das gelingt.
neben den Ladewagen. Huch, da steht ja noch... Ah, der Frontlader. Ja, klar. So, dann müssen wir mal schauen, wie wir hier jetzt am frühesten einschlagen. So, jetzt aber. Ja, ein bisschen vorwärts und jetzt nochmal. Ja, ich denke, damit können wir leben. Jetzt würde mich aber trotzdem interessieren, wie viel PS brauchen wir eigentlich für die Amazon? So, haben wir da irgendwas Interessantes? Nein, immer noch nicht. So, Düngestreuer, Sätechnik. 50 PS nur. Ja, stopp mal. Ist da nicht noch eine Kreiselecke dabei? Kombination? Natürlich, da brauchen wir noch die Kreiselecke. 115. Weil das wird ja so nicht funktionieren, oder? Augenblick, wo steht denn das Teil? Ah, da steht's doch, klar. Und die Kreiselecke ist dran. Ah, stopp. Also, lass mich nochmal schauen. Die Kreisel braucht 115. Ah, geht das mit dem Favorit? Wir könnten sie ja mal antesten, spaßeshalber. Wir könnten es mal antesten. Aber das werden wir höchstwahrscheinlich nicht mehr in dieser Folge machen. Na, wir bringen jetzt erstmal unser Glas nach Hause. Und dann schauen wir mal, wo wir den unterstellen. So, weil das da, wo man die Kühe sieht, das war früher mal da hinten dran der Stadthof. Wenn ich mich richtig erinnere. So. Lass mich mal kurz schauen. Haben wir da die Bodenwerte auch gekauft? Ja, wir haben, ich glaube, wir haben die Bodenwerte hier auch gekauft. Und den müsste man, glaube ich, auch pflügen. Muss gepflügt werden und dann müsste das volle Programm gemacht werden. Ja, ich bin, wie gesagt, ein kleines bisschen hin und her gerissen. Soll ich dieses Feld verkaufen? Dann haben wir 108.000 und dann bräuchte ich keinen Kredit aufnehmen und wir könnten dann doch noch die ein oder andere Maschine kaufen. Ich persönlich wäre auch nicht abgeneigt, noch einen dritten Schlepper. Ja, weil ab und zu habe ich jetzt schon festgestellt, also mit zwei Schleppern wird es dann doch ein bisschen eng. Oder dann doch ein Manitou oder etwas ähnliches. Denn gerade wenn wir Ballen verladen, da ist mir der Schäfer zu... natürlich viel zu schwach auf der Brust. Und ich hätte halt dann doch gerne meinen Lieblingsteleskoplader hier auf dem Hof einen... Manitou, der uns natürlich hilft. Mit dem kann man natürlich auch mal hier zum Beispiel das Schneidwerkwagen irgendwo hinfahren und mit dem könnten wir natürlich gerade die ganze Ballengeschichte erledigen. Ja, müssen wir uns mal überlegen. Auch zum Beispiel das Stapeln. Naja gut, dafür haben wir den Schäfer. Das werden wir uns alles noch überlegen, wie wir damit hantieren und arbeiten. Jetzt bringen wir erstmal den Glas ins Haus. Aber nicht ins Glashaus. Sondern... in Parkposition in unsere kleine Halle. So, da werden wir aber hinten rumfahren. Und wir müssen ja auch noch unsere Wiesen, müssen wir eigentlich auch noch bearbeiten, ne? Die müssten theoretisch auch gepflügt werden und das volle Programm. Aber da würde ich auf jeden Fall erstmal kalken und düngen und pflügen, denke ich, eher erst im nächsten Jahr oder nach dem nächsten Schnitt. Weil theoretisch könnten wir noch einen Schnitt hinkriegen. So. Ja, will ich jetzt mit dem Drescher? Nee, wir machen... wir hängen den mal ab. Und dann fahren wir erst den Schneidwerkwagen rein. So, aber hier können wir praktisch mal rückwärts in Parkposition... okay, dann gehen wir mal rüber zum Favorit und der soll uns dann helfen, den Schneidwerkwagen einzuparken. Und wenn alles aufgeräumt ist für dieses Jahr, dann ist auch wieder schön. Ja, Ordnung muss auch sein, auch auf einem Hof. So, up. Eieieiei, da sind wir aber knapp vorbeigekommen. Ja, ich habe das nicht im Auge gehabt mit dem Favorit und seinem
Lenkradius oder Wendekreis. Der hat da schon ein bisschen mehr. Okay. Ja, hier sind wir jetzt hängen geblieben. Aber das lag jetzt auch ein bisschen, glaube ich, am Schneidwerkwagen. Da hat uns ein wenig rüber gedrückt. Okay, so, gerade. Dann hier einschlagen. Ja, jetzt ziehen wir den wieder nach vorne, damit er gerade ist. Und dann fahren wir den nach hinten. So. Wenn es knallt, noch 2 Meter, oder wie war das? Oh, man sieht's nicht. Warte mal. Warte, warte, warte. Okay. Ah, jetzt aber. Jo, Präzisionsarbeit. Wir hängen ab, fahren raus und jetzt überlege ich gerade. Doch, doch, da hat doch mit Sicherheit der... Hallo? Der Deutz. Der Deutz. Wieder andere Map. Ich rede schon wieder von einer anderen Map. So, Motor an. Nehme ich von der Alteiche, die wir im Stream immer am Donnerstagabend zocken. Aber da haben wir ja den Deutz jetzt mittlerweile verkauft, denn wir wollen uns im nächsten Jahr auch da etwas verbessern. So, wir fahren drüber. Sehr schön. Ah, und noch ein Stück. Sehr gut. Hervorragend. Ja, wir müssten eigentlich die Maschinen auch ein bisschen putzen, aber ich habe jetzt hier keinen Kercher am Hof. Auch das werden wir uns noch anschaffen müssen. Freunde, das soll es für die Folge wieder gewesen sein. Ich mache hier gleich den Motor aus und dann geht es weiter natürlich mit Pflügen auf unserem Feld und macht mir in der Zwischenzeit Gedanken, wie wir eben dann auch weiter voranschreiten werden mit dem zusätzlichen Feld. Ich meine, auf der anderen Seite, wir könnten es bewirtschaften, aber die 108.000 wären natürlich am Anfang auch nicht verkehrt, denn unser Feld, unser Weizenfeld, was wir geerntet haben, das ist ja wirklich schon sehr, sehr groß und da können wir schon einiges mit anfangen. Wie es weitergeht, seht ihr dann in den nächsten Folgen. Wir haben ein neues Projekt mit der Rehbach, da freue ich mich richtig drauf und ihr hoffentlich auch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und sage an der Stelle wie immer Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.